Kommen wir zum Eingemachten. Tag 3 von dem guten Marlon Krux M85 auf der HCS in London. Das heißt, heute oder jetzt in seinem Video ist das Finale. Face gegen Optik. Und dann natürlich seine Meinung und Fazit. Auf zu Marlons Fazit und wie er das Finale fand. Da bin ich sowieso gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt am Tag 3, Sonntag, Championship Sunday. Wir waren gerade noch bei Tesco, haben uns ein bisschen was zu trinken gekauft. Haben hier noch den allerechten Roxy getroffen. Gehen jetzt zusammen in die Halle. Ich hatte gestern keinen Akku mehr. Deswegen konnte ich leider das Halo 3 4 gegen 4 nicht zu Ende vloggen. Das haben Mr. Sticker. Mich würde es immer noch interessieren, Bruder, machst du das jetzt mit deinem Handy oder hast du jetzt wirklich eine kleine Cam? Ne? Also ich bin immer mit beiden bewaffnet. Also wenn Handy, aber auch oldschool-mäßig mit meine Videocam. Obwohl, da müsste ich auch mal ein bisschen upgraden und neu kaufen. Aber würde mich interessieren, falls du überhaupt die Reaction dir anguckst. Schreib's mir bitte. Wirklich, würde es mich jucken. Und Hollers und Chat gewonnen. Nicht Rhino. Rhino war aber im Finale. Und gestern war das krasseste überhaupt. Die Stimmung von gestern von der Quadrant gegen Space Station Series. Ich weiß nicht, es wurde ja nicht gestreamt. Also es wurde wahrscheinlich gestreamt, aber halt ohne Sound. Und wir saßen halt auf der Side Stage. Und da war halt, man hatte keinen Game Sound, das war das Krasse. Aber die Stimmung war so unglaublich gut. Ohne Witz, also das war so geil, das im Stream zu beobachten. Ich habe ja auch im Stream ja auch gesagt, wenn ich mal mit Zap oder so gequatscht habe, ich dachte, Digga, die feiern ja übelst und ich finde das nice. Ja, richtig geile Stimmung. Das ging ja gefühlt so ab, wir reden ja von Halo, und es ging ja ab wie ein gefühlt in so einem Mini-Stadion, wenn du so Kreisliga bist, ne? Ich habe es gefeiert. Allein die Band. Gut, neben der Band würde ich jetzt nicht gerne stehen wollen, aber die Band war auch schon krass. Ja, genau. Jo. Einfach geil. Einfach geil. Diese ganzen Fußballgesänge, die da reingerufen wurden und so. Snipe Drones on Fire, Seeker, Glory wurden alle übelst gefeiert. Und dann irgendwann hat Zillermann einen nice Kill gemacht, hat man so gut hat einer gerufen, check his SSD und dann wurde nur SSD gerufen. Good morning! And these guys. Ja, falls keiner kapiert, da war ja auch dieser SSD-Vorfall, dass da irgendeiner seine SSD genommen hat und da waren wohl Sachen drauf, die die Performance einfach steigert. Und da habe ich aber auch zu meinem letzten Stream dazu gesagt, wer in einem offiziellen Turnier spielt, es geht um Richtung den Finals, ne, und nimmt einfach eine SSD mit oder irgendwas, um die Werte zu pushen, und alle anderen spielen mit den Standardwerten, die da sind, ist das für mich das größte Opfer, das es gibt. Also der darf sich auch nicht dahinstellen und sagen, ich bin Pro-Gamer, Digga, du bist ein Pro-Lappen. Ja, also da sage ich auch immer, also verliere wie ein Mann, ja, oder von mir aus ein Spieler, ein Gamer, scheißegal, um das jetzt mal für alle Geschlechter zuzunehmen. Und nicht sowas, so eine Scheiße. Also da bin ich überhaupt kein Freund von. Lieber gehe ich, bin ich ganz ehrlich, lieber gehe ich mit erhobenen Hauptes, mit 0 Kills raus und von mir aus mit 60 Loses, ja, also sprich, dass ich da 60 Mal abgeschossen wurde, anstatt so eine Kacke zuzugreifen. Da bin ich lieber ehrlich, ey. Aber gut, ich rage jetzt schon wieder. Aber sowas macht mich immer sauer. I'm switching to English now. The vlog in. And these guys are carrying Europe Halo. Thank you very much. We love that. Thank you. Love your work, man. Did you see the matches yesterday, Quadrant? I watched it for the Yeah, I saw you. You were like, yeah! Dude, I love that.
even though we had no game sound, but the vibe was crazy, right? Yeah, I loved it. Alright, see you guys later. See you in a bit, man. Man muss hier dann übrigens immer noch die Taschen kontrollieren lassen. Ja, ist aber in Ordnung. Spieler, die so ein Player-Ding haben, dürfen Snacks und Trinken mit reinnehmen, aber Roxy irgendwie nicht, keine Ahnung. Jedenfalls dann hat irgendjemand einen Kill gemacht und dann hat einer gerufen so, check his SSD und dann hieß es nur, dann haben alle nur SSD, SSD. Nach von wegen diesem Barton-Dilemma, übelst witzig, Bex hat da ganz, ganz viel rumgeschrien. Es war komplett leise und dann hat irgendjemand gerufen, Bound, you fucking suck. Das war übelst lustig. Also das kann NA auch, glaube ich, einfach gar nicht handeln, diese ganzen Fußballsprüche, übelst lustig. Naja, wir gehen jetzt rein, gucken uns die Matches an. Ich hoffe, es wird doch geil. Ich hoffe, die Stimmung ist noch gut. Und ich halte euch ein bisschen auf dem Laufenden, nehme ich ein bisschen mit. Ich weiß nicht, was wir heute machen. Vielleicht zocken wir nachher noch ein bisschen. Aber ja. So, this is my controller headset. Also auch Taschenkontroller? Ja, yeah, Controller, ja. Yeah. Hat er gesagt, yeah. Ja. And the sweater down here. Yeah. Thank you. This is the phone end. Wallet, yeah? Wallet, phone and a key. No, thank you. Thank you. Ja, aber es ist vernünftig. Was? Moin, wer bist du? Ah, moin, Alter, nice. Seit wann seid ihr hier? Nice, man sieht ja doch ein paar viele. War da jetzt noch Halo Dragon, JD Circus, absolute Forge-Maschine. Wir haben gute Plätze. Das, was die Bühne halt hergibt. Die haben gesagt, dass der Quadrant-Merch dann komplett ausverkauft ist. Ja. Okay, wir chillen jetzt hier gerade noch ein bisschen. Greg kommt später. Der hatte gestern noch eine wilde Nacht. Vielleicht will er da später selber was zu sagen. Wie früh geht das los hier? Digga, das ist halt auch nicht mehr über eine Stunde. Martin wieder den ganzen Tag nicht auf Klo. Wir zeigen ja mal unseren Platz. Wenn wir hier sind, dann kann man ja... Gestern war Martin irgendwo da, aber er wollte halt nicht gehen. Ne? Und ich saß ein bisschen weiter hinten und ich muss halt voll auf Pissen, bin dann weggegangen, hochgegangen, vloggen und so. Dann bin ich irgendwann runter wieder gekommen. Er saß immer noch hier, er hat sich einfach nicht vom Fleck bewegt, einfach weil er den Platz nicht verlieren wollte. Was ich wirklich sagen muss, nochmal ganz kurz dazu, alle, mit denen ich spreche, aus der Halo Community, die man so kennt, die man vom Matchmaking kennt, gestern mit Rainwater, shoutout zu Rainwater, übelst nice auch. Ja, aber so habe ich es mir vorgestellt. Chillig drauf. So soll das sein, dass du so Leute kennenlernst, dass du mit den Leuten so ein bisschen schnacken tust und nicht nur aus den Matches heraus, ne? Ja, jetzt hier so ein paar Halo-Dach-Mitglieder da getroffen, ne? Maratones, Grüße nochmal an der Stelle, Digga. Wäre ja für mich mein persönliches absolutes Highlight neben Marlon, ja. Also mal Marlon privat zu schnacken oder sowas, das wäre ja eigentlich ganz cool. Ja. Aber mit Maratones sowieso. Irgendwie, weiß ich nicht. Hab den Typen gesehen, ich mochte ihn sofort. Ein sympathischer Kerl. Ist für mich so ein, wie sagt man so schön, mit dem kannst du Pferde stehlen. So ein Typ kommt er mir rüber, deswegen. Digga, wie gesagt, wenn ich dich mal echt live sehe, der erste Drink geht auf mich. Mega korrekt. Ja, die Pros sind voll nah dran, du kannst mit denen quatschen, die Content Creator sind nah dran, die Mitarbeiter sind nah dran. Mega cool. Wirklich, wirklich richtig cool. Hätten wir da noch besser gespielt, wäre es noch besser, aber ich bin übel zufrieden mit dem Event. Ja, Digga, sei froh. Ich habe euch vergessen zu sagen, ich habe gestern hier noch was vergessen in der Halle, und zwar meinen Check. Ich bin Free For All Champion. Ja. I won. Also jetzt habt ihr es gesehen. Das ist der eigentliche Gewinner vom Free For All. Ja? Da gab es ein paar Umstände. Aha. Irgendwie wurde meine SSD geclaimed und irgendwie habe ich da zu krass performt, dass sie sagt, nee, das geht nicht. Laberst du gerade Scheiße? Bro, laberst du gerade jetzt echt Mist? Okay, lass ich mal so stehen, Bro. Okay, aber der Check sieht gut aus. Habe ich nicht bekommen, aber eigentlich wäre es gewesen. Ich habe gerade mit Damus noch gesprochen, der meinte von wegen Jersey, der hat ein Into the Breach Jersey bekommen. Das heißt, es werden jetzt tatsächlich auch andere Sachen noch verkauft. Vielleicht gibt es den Quadrant Shop später auch noch. Hoffen wir mal das Beste, dass ich mir noch ein bisschen Merch kaufen kann. Leute, wir gucken die ganze Zeit das Optic gegen Space Station Game. Das ist wirklich übertrieben nice. Ich kann gar nicht so viel hier filmen. Ich meine, das Spiel seht ihr selber so, ne? Aber die Stimmung, wie es hier abgeht, wie die Leute brüllen, ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite sitzt SSG-Fanbase und hier so die Optic-Fanbase. Die Trommeln sind da, die gestern für Quadrant getrommelt haben und Trompeten, die sind jetzt auch wieder da, machen auch noch Lärm und Stimmung. Haben die aber jetzt, ja. Das habe ich auch gesehen, das hat mich auch so gewundert, dass die Band da ist. Habe ich da nicht sogar aus Scherz gesagt, ja, wurden die jetzt neu eingekauft? Ja, wir sind gerade arbeitslos.
Quadrant ist da draußen. Gerade nichts tun. Nee, aber die Band, die war sehr witzig, Alter. Lass doch mal so eine Band stehen. Ich glaube, das kann man gar nicht so geil in den Blog rüberbringen. Ich bin ultra happy, dass ich hier bin. Wir haben hier wir sind richtig viele Dachleute. Wir versuchen nachher ein Dachfoto zu machen. Da die komplette erste Reihe. Da sitzen dann noch Dragon, Straber, Hirti. Richtig viele tatsächlich. Richtig viele, ganz geil. Wie gesagt, wir versuchen gleich ein Foto zu machen. Ich glaube, Zocker ist noch oben. Man kann oben gleich zocken. Vielleicht werde ich nach dem Match auch noch oben ein bisschen zocken. Ich habe schon noch Bock, ein bisschen LAN zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob man sieht. Es sind schon viele da. Es sind schon viele da. Wird groß gejubelt bei jedem Headshot. Das, was ich in Valencia nicht hatte. Bei jedem Headshot, wow, rasten die Leute aus und so. Bei den Nice and Plays. Ja, also das Ausrasten war ja für mich komplett geil, ne? Wie gesagt, an Tag 1, definitiv, es war nicht mal gefühlt, was ich nur im Stream gesehen habe. Nicht mal halb so voll. Tag 2 bei Marlon hat man schon gesehen, war die Butze schon echt schon gut voll. Aber das war ja voll übel. Keine Ahnung, wo die Leute dann auf einmal herkommen oder ob, weil vielleicht gut, die Matches jetzt alle vorbei sind. Oben für die kleineren Teams oder so. Kann gut natürlich sein. Aber das war ja voll übel, wie voll das war, wie die gefeiert haben. Vielleicht. Ich hoffe, dass du es auch aufgenommen hast. Ah, doch, hast du bestimmt. Sehr cool. Silver, hi. Gleich quatschen wir, ne? No problem. Machen wir dann gleich so ganz in Ruhe. So, ich mach mal eben kurz nur Chatbox eben kurz aus. Kannst du dann gleich da mit mir ins Live-Bereich? Wäre ja cool, wenn du mit dabei wärst. So. Okay, und weiter geht's. Ja, die Band wieder. Hey, hey. Ey, das muss ich auch mal mitmachen. Hey, hey, hey. Ja. Das, sorry, habe ich auch im Blut. Geil. Geil. Geile Stimmung. Roxy, was sagst du dazu? Was ist Scheiße, Mann. Lucy Fanboy. Ja, die sahen nicht so happy aus, ey. Nee? Die sahen gar nicht happy aus. Jetzt die Flagge, jetzt die Flagge. Ja, Stadion. Ja, das habe ich gesehen, genau die Szene, ja. Ja, danke. Face hat das gewonnen, aber freut sich keiner. Also es klatschen so welche, ne? Aber die haben es auch extrem gut gespielt. Ja. Aber irgendwie war die Crowd. Ich bin ehrlich, ich war auf jeden Fall Team Optik, ja. Also, okay, sage ich natürlich Gratulation an Face, aber ich war Team Optik. Deswegen war ich schon traurig, dass Optik nicht gewonnen hat. Aber ja. Passiert, das ist der Sport, wie man so schön sagt. Und ey, ist ja nochmal eine Chance. Mehr für Optik an sich, aber nicht so eine geile Stimmung fand ich wie gestern in dem Quadrant-Match, wo ich irgendwie müde aus hatte. Gestern im Quadrant war wesentlich geilere Stimmung, fand ich. Und hat wesentlich mehr Bock zuzugucken. Akku ist gleich leer, ich will gar nicht lange rumlabern. Jo, ich melde mich jetzt gerade vom Handy, weil mein Akku leer ist. Sehe ich, die Cam. Ich bin irgendwie kurz müde. Man kann sich jetzt hier noch auf so einer Leinwand fadigen mit einer Unterschrift, aber ganz hell gedacht. Würde mich aber trotzdem jucken, was hast du für eine Kamera, Bro? Das gibt's aber, das war gut zu wissen.
wird jetzt hier einmal ein Gruppenfoto machen. Es sind echt einige da. Übelst nice. Freut mich, dass so viele da sind und sich gefunden haben. Es ist noch nice. Wir gehen. Was sind der Tones? Vielleicht noch mit der Bar, vielleicht noch ein bisschen oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Das war es erstmal für mich. Ich glaube, ich melde mich später nochmal. Aber wir machen jetzt erstmal ein Gruppenfoto und vielleicht unterschreibe ich hier noch. Digga, wo? Ah, richtig! Ja, so gehört sich das, Bro. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before. Ja, Rückflug, wa? Take me back. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, ich glaube, 7 Uhr. Wir sind übelst früh aufgestanden. Wir waren gestern nicht mehr bei der Aftershow-Party. Martin und ich haben noch was Leckeres gegessen bei Chipotle, irgendwie so einen übelst geilen Burrito. Wir waren dann noch in so einer nicen Seitenstraße, haben da noch ein paar Bier getrunken. Haben da gestern noch so ein bisschen über das Event gesprochen, wie wir es denn so fanden. Und ich dachte, ich gebe euch hier auch nochmal so unser Resümee. Ja, mach mal Resümee. Jetzt noch eine Stunde auf meinen Flug warten. Das Event an sich, ich fand es übelst geil, so nah an den Pros dran zu sein, so nah an den ganzen bekannten Leuten dran zu sein. Oh, ist das übelst hell, oder? So nah an den Pros dran zu sein, so nah an den ganzen bekannten Leuten dran zu sein, das fand ich übelst nice. Das hatte man ja sonst nicht. Ich fand die Stimmung richtig, richtig gut. Beim Grand Final allerdings nicht ganz so krass. Der Samstag war eigentlich das Highlight, aber das sagen auch alle. Ich kann hier vielleicht mal einen Tweet von Ico einblenden. Der wurde übelst geroastet, also... Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Und obwohl er geroastet wurde, fand er es übelst geil. Tashi soll wohl gestern noch gesagt haben, dass die Zahlen besser waren als erwartet und so weiter. Auch die Zuschauerzahlen. Ja, ist aber gut, ja klar. Aber nochmal zu mir. Ich bin schon wieder abgedriftet wie... Twitch war ganz gut am Laufen. Auto da hinten. Kit. Open Bracket fand ich übelst nice. Hat mir sehr gut gefallen da oben. Spielerisch natürlich scheiße, dass wir da rausgekommen sind. Free for All Top 64. Oh. Damit kann ich leben. Hätte gerne noch mehr geplaced, ja, aber klar. Ich habe nochmal nach. Ich kann euch auch nochmal die Top 8 einblenden. Davon waren 4 in meiner Lobby, als ich rausgeflogen bin. Keine Ausrede an dieser Stelle. Essenssituation war eine Katastrophe, fand ich. Der eine stand nur, das war scheiße. Damit sind jetzt auch 64 GB voll. Das heißt, ich habe 64 GB gevloggt. Bracket war nice, Open Bracket hat mir besser gefallen als in Valencia. Das war so ein richtiges LAN-Feeling. Es war natürlich cool, die ganzen Spieler zu sehen. Ich würde tatsächlich sagen, dass alle, so aus dem Matchmaking, die man kennt, die waren alle sehr nice, sehr nett. Ja, ganz liebe Grüße da an alle. Ja, Grüße auch von mir. Da war eigentlich generell ein cooler Vibe. Was für mich persönlich noch eine schöne Wertschätzung war, ist, dass wohl wir so ein kleiner Kanal sind und nur der kleine deutsche Streamer sind, dass Leute mich angesprochen haben. Sollte mich erkannt haben. Ja, normal. Beispielsweise in der Schlange standen zum Free-for-All-Anmelden oder zum Tour-Anmelden, hat Ubenick mich angetippt, ne? Spiteful kannte mich, andere größere Spieler oder wo ich... Aber das ist das, was ich die ganze Zeit gepredigt habe. Digga, bleib am Ball, ja? Wir hatten mal eine Chance, dass ein Typi das hätte richtig groß machen können, ja? Lord Minister oder der Minister, grüß nochmal an der Stelle, das war ein obergeiler Typ, ich schwör's dir. Also, hätte er weitergemacht... Der war ganz oben, Peak. Jeder kannte den. Jeder kannte diesen Mann. So. Und daher, das ist jetzt die Chance. Ich würde es mich würde es freuen, das habe ich immer gesagt. Ich würde gerne erleben, dass niemand Halo groß rausbringt. Oder ein Kanal es schafft, nur mit Halo-Content groß zu werden. Und das ist Marlon. Und ich denke, bleib am Ball, du schaffst das. Und Digga, solange ich noch hier bin. Und ich auch zu der Gruppe gehöre und ich bin auch seit Jahren lang ein Halo Content Creator, egal wegen meinem Fall, scheißegal, aber jede einzelne Chance würde ich nutzen, um Halo in Deutschland doch wieder so ein bisschen den Pep wiederzugeben. Sei es dann nur, dass ich jetzt auf sowas reagiere, auch wenn ich keine Klicks bringe, scheißegal, aber jeder einzelne Klick ist doch schön. So, daher gerne diesen Mann supporte ich weiterhin. Ich immer denke, okay, die kennen mich eigentlich gar nicht oder die haben eigentlich gar keinen Bezug zu mir. Die kannten mich. Das fand ich natürlich auch schön, dass sich dann die Arbeit dann bezahlt macht. Ja. Interaktion mit den Pros. War wie gesagt alles cool, bis auf die eine. Ich weiß noch nicht, also bis zu diesem einen Moment, wo ich dann diese herablassende Erfahrung hatte, war ich eigentlich übelst happy und hätte jeden Pro angesprochen. Auch richtig so, habe ich ja bis dahin auch immer gemacht. Aber dann hat mir so ein bisschen so den Vibe gekillt. Dann nochmal zur Mainstage. Am Anfang war ich übelst pisst, weil das ja keine so richtige Bühne ist, so wie man das kennt. Ne? Aber wir haben gestern nochmal darüber gesprochen und waren gestern der Meinung,
dass es ja eigentlich total geil ist. Guck mal, wie hast du es sonst? Wenn du sonst irgendwo bei so einem Event bist, und du sitzt da, die Spieler sitzen auf der Bühne und du guckst den eigentlich nur vom Bildschirm. Also du guckst ja eigentlich nur auf die hintere Seite des Bildschirms. Vielleicht siehst du mal die Stirn oder so. Oder den Seitenkopf. Aber jetzt, so wie das Setup, das war wirklich nah. Du konntest deren Screens sehen, die Controller sehen, du konntest deren Reactions sehen. Du warst wirklich viel mehr dran. Das war so ein richtig viel mehr so ein Oldschool-LAN-Gefühl, genau. Als würdest du irgendwo im Wohnzimmer sitzen und zugucken. Das war jetzt der wirklich Walk-in war ein bisschen komisch und die Preisverleihung vor diesem Formel-1-Auto fand ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten war man halt viel mehr näher dran. Ne? Die sind jetzt nicht irgendwie durch einen extra Eingang auf die Bühne gegangen, die sind einfach durch die Hallen durchgegangen. Die waren wie wir, die gehörten zu uns. Das fand ich tatsächlich rückblickend doch sehr, sehr geil und hat mir übelst gut gefallen. Ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal auf so ein Event gehen. Ja, ich fand es richtig cool, dass du mit dabei bist. Da waren da nochmal liebe Grüße an alle, die mich getroffen haben, mit denen ich gesprochen habe. Wir haben ja auch das Gruppenfoto gemacht. Martin und ich haben gestern noch gesagt, dass wir eigentlich dachten, dass wir weniger Bock haben nach diesem Event. Aber wir haben tatsächlich sogar mehr Bock und wollen besser werden und mehr zocken. Und definitiv, gibt Knallgas. Und wie geil das eigentlich ist, dass wir alle diese Spiele lieben. Okay, das war jetzt lange geredet, lange gelabert. Ich hoffe, euch hat dieses Resümee gefallen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Mega. Viele Interaktionen oder viele Gespräche habe ich irgendwie nicht gevloggt, weil entweder hatte ich die Kamera da nicht dabei oder manchmal waren das auch einfach so spontane, persönliche Sachen, die habe ich dann halt einfach aufgenommen, davon erzähle ich euch dann, aber ich wollte jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie dann so die Kamera dabei haben. Weißt du, beispielsweise, als ich da in der Schlange stand und Uber mich angesprochen hat, da brauche ich jetzt nicht die Kamera nehmen und mit ihm da so quatschen, das brauche ich nicht. Oder euch das zeigen, dass ich dann da mit ihm geredet habe, das ist ja auch albern. Aber ich hoffe, ich habe euch so den Vibe gut widerspiegeln können. Ich wollte jetzt nicht so viel von unten zeigen, sondern mehr das, was ihr nicht seht, das da oben, diese anderen Turniere und so. Vielen, vielen Dank, wenn euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da, ausgezeichnet, ciao. Das auf jeden Fall, mein Freund. Ja. Das war das kleine Resümee von dem guten Marlon. Grüße nochmal an der Stelle. Nochmal gerne diesen jungen Mann supporten, er macht echt einen tollen Job. Er zockt natürlich Halo überwiegend, aber manchmal macht er auch ein paar andere Sachen. Seine Streams sind sehr geil, machen Spaß. Ein richtiger, sympathischer Dude. Und wer einfach vielleicht einfach mal Unterhaltung mag, kann ich nur empfehlen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht euer Spiel ist, aber unterhaltungstechnisch, das gibt er schon auf jeden Fall wieder her. So, gerne auch natürlich Discord abchecken, kann ich auch nur empfehlen. Halo Dach, beste Anlaufstelle, geile Leute drin. Wie Marathons oder Toffs oder wie auch immer, wie die alle heißen, sind alle cool. Auch ich bin da drunter, der nicht so coole, aber passt schon. Ich komme trotzdem mit meinem Leben klar. Der Opa, wenn der spricht, ich sag hier, dann können wir direkt zum Paulaner Garden. So, das war's von mir. Nochmal, Marlon, super Reaction, super Vlog. Und ja, mach weiter so. Freue mich schon auf deine nächsten Vlogs.